So, Hallihallöchen, Hans-Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play. Aweys neue Augen. Das Maximum ihrer Kombinationsgabe ausschöpfend versuchte Lilly die Hintertür mit dem Schlüssel zu öffnen. Doch gerade als sie sich dem Hindernis näherte, vernahm sie ein vertrautes Keckern. Ey. Na, so ein Hallodri. Der diebische Hamster hatte Lilly erneut ein Schnippchen geschlagen. Trotzdem war Lilly weit davon entfernt, blutrünstige Rachepläne zu hegen. Ich glaube, es ist Edna, die uns einen Streich spielt. Ich glaube, der ist durch Edna kontrolliert. So der Hamster, trotzdem war Lilly. Ja, wir haben noch die Uhu-Pfeife. Oh, ja gut. Lilly freute sich. Es passierte viel zu selten, dass sich Freunde von ihr auch untereinander gut verstanden. Was natürlich auch daran lag, dass sie kaum Freunde hatte. Viel wichtiger war jedoch, dass der Anstaltsschlüssel nicht länger außer Reichweite war. Er war in einen der dunklen Büsche gefallen. Na, klasse. Der Schlüssel war in... Zwischen den Zweigen war es sehr dunkel. Aber Lilly hatte keine Angst. Das ist ein Geheimgang dann, oder? Es war immerhin nur ein Busch. Tja. Ja. Warum war das Kind auch immer so unvorsichtig? Hoho, Kopf über. Kapitel 3. Die Anstalt. Witziger Übergang. So, wir haben ein Boot und das müssen wir jetzt. Achso, wir können rüber. Das müssen wir jetzt so oft verwenden und hin und her fahren, bis ein Achievement kommt. Boah, ist die Animation hart langsam. Ich skipp's mal extra noch nicht. Können auch da lang. Oh wow. Es ist, wenn man. Okay, es ist wirklich nicht schnell. Ich lese schnell durch, was da genau steht. Paddle so oft den Fluss hin und her, bis du den Erfolg bekommst. Boah, ist das schmerzhaft. Wir schauen uns aber noch den anderen Screen an. Und dann mache ich das einfach offscreen. Yay. Paddle Profi. Irgendwas stand in den Kommentaren der Achievements auch noch. Es. Also einer hat das Achievement scheinbar geschafft, indem er von wirklich ganz rechts Gitter bis zum Wasserfall und dann wieder zurückgefahren ist. Und man sollte das möglichst nicht mit Escape überspringen. Boah, ist das schmerzhaft. Also auch wenn ich jetzt die linke Maustaste drücke, dann... Boah. Paddelboot ist einfach nur der Folter hier eingebaut. Wir brauchen das ja nicht. Okay, ja, wir sehen uns dann gleich, wenn ich das Achievement habe. Und dann erzähle ich, was ich genau gemacht habe. So, ich bin zurück. Das Achievement habe ich jetzt bekommen. Ich bin echt ein paar Mal hin und her gefahren. Und jetzt in der letzten Runde bin ich von ganz rechts bis ungefähr die Hälfte des linken Bildschirms und dann wieder zurückgefahren. Zurück ist entspannter, weil nach vorne... Flussrichtung geht entgegengesetzt, also nach hinten geht es eigentlich schneller mit einem Doppelklick. Ja, ich habe dann auch gar nicht mehr gespamklickt, sondern einfach nach vorne durchgefahren und nach hinten da halt mit dem Doppelklick da schnell geht, dann kam das Achievement. Ja, Paddelprofi. Gut, wir sind im unter der Anstalt, ein Ort, den wir selbst aus Edna Bricht aus noch nicht kennen. Ja, wow, und
dieses Gebiet ist echt einfach nur die als Folter. War schön. Oh. Hi. Na, wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Bleib schön stehen, hörst du? Hey, stehen bleiben. Ah, okay, ist doch nicht ganz unnötig. Ciao, ciao. Bleib schön stehen. Aber der war auch im Wald hinter uns. Hi. Tschüss. Hey, komm zurück. Was ist das denn für eine bescheuerte Szene? Gib auf, du kannst mir nicht entkommen. Wieso sollte ich? Nicht gegen die Strömung. Naja, ist mir doch egal. Ich schwimme bis da oben und dann schwimme ich schnell nach unten. Oh, wir sind ganz oben. Hi. Hui. Hey, und tschüss. Komm zurück. Ja, sind wir so schnell? Hi und tschüss. Okay, ja, ist tatsächlich so schnell. Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt. Aber wir werden ja gerade verfolgt. Nicht so schnell. Oh. Okay, wir müssen, pass mal auf. Wir müssen, das ist gleich das nächste Achievement. Ein Quicktime-Event. Ich lese mal. Wenn du auf der Leiter bist, klicke, bevor du auf den Energiesmarty klickst. Bevor du auf den Energiesmarty klickst, ist da damit das X gemeint? Oft auf die Kante. Den Erfolg kriegst du aber, wenn du den Smarty gegessen hast. Hä? Okay, also ich drücke jetzt einfach ganz oft auf die Kante. Und dann auf X. Ob keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Was für ein Smarty. Gestärkt von dem Energy Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Und man musste den dann essen. Hä, das war jetzt aber irgendwie falsch. Okay. Also davor speichere ich. Ich werde es jetzt nicht riskieren und einen alten Spielstand laden. Dafür ist es mir echt zu riskant. Ist aber so, wenn du auf der Leiter bist, klicke. Ich verstehe nicht, was mit Energiesmarty gemeint ist. Wenn du auf der Leiter bist, klicke, bevor du auf den Energiesmarty klickst, oft auf die Kante. Haben wir eigentlich gemacht. Den Erfolg bekommst du erst, wenn du den Smarty gegessen und die Leiter hochgeklettert bist. Okay. Naja, gut. Lassen wir einfach mal so. Ich habe erklärt, wie das geht. Und ich hole es mir eh mit dem Minispiel-Hasser-Achievement dann im zweiten Spieldurchlauf. Lochkartenschlitz, Lochkarte. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Oh doch, den Keller kennen wir, aber ein bisschen anders. Der Ofen ist moderner. Und scheinbar haben wir... Die Karte hatte mehr Löcher als Lillys Socken. Die Mäuse hier waren offenbar verzweifelt. Ich glaube auch, dass das Gebiet trotzdem ein bisschen kleiner sein wird, als in Edna bricht aus. Also gerade der ganze Hof wird wahrscheinlich rausfallen. Gegebenenfalls auch ein Nebengebäude zum Kaminschacht. Die Lochkarte ist weg. What? Ach, der Herr Mantel. Hallo. Wer hatte Angst vorm schwarzen Mann? Richtig, Lilly war es nicht. Was war jetzt eigentlich mit dem Phantom? Hey, das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Okay. Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße. Jawohl. Früher habe ich
pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig. Meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram, ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Okay. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich pingelig darauf. Jetzt ja. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrenmantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Alter, der ist irre. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnenweben, den Staub und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Ich will es gar nicht wissen. Oh je, ich glaube, dem wird auch ein schlimmes Schicksal zuteil. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Mhm. Wenn wir jetzt nach unten klettern, ist die Karte wieder frei? Nein. Das ist komisch. Aber man kann... Hier fehlt... Oder finden wir verschiedene Lochkarten im gesamten Gebäude? Vielleicht ist es auch so. Wartungsraum, Dach. Gehen wir mal zum Dach. Oder auf das Dach. Ja, wer ist denn da? Hallo? Laterne. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Ja, den kennen wir doch auch. Lily hatte noch nie so einen traurigen Mann im Bienenkostüm gesehen. Aber sie kam ja auch nicht weit rum. Ja. Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lily von hier aus nicht hören. Ja, sie muss halt mal schreien. Die Idee war gut. Die Idee war... Okay, dann gehen wir zurück. Und zum Wartungsraum. Kreditkarte. Oh, das sieht echt arg anders aus. Käsescheibe und den Rest können wir alles nicht greifen. Hey, das Schulbein kennen wir doch. Als kleines Andenken. Also ich glaube, er hat schon was in seiner Anstalt gemacht. Willst du Käse, Herr Mantel? Käse dient als Lochkarte. Was hast du? Einen Staub. Nicht, dass ich einen... Du sprichst jetzt und ich nicht unbedingt auf... Ja, okay. Ich kann das als Lochkarte durchgehen? Ich meine, da ist Feuer und alles. Lol. Okay. Gefällt mir. Ach, jetzt sind wir... Ach. Stuhlbein? Lily hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nun war es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Oh. Aber Lily, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Miss Gusi. Also schön die Finger davon, ja? Bis später. Okay, aber wir haben's noch. Gut, wir machen im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.